Wir haben letztes Jahr geheiratet, sind dann im November in Flitterwochen geflogen auf Mauritius und habe dann am Strand ein bisschen Zeit gehabt, dass ich da ein wenig so recherchiere. Wollte das Ganze eigentlich in Alunägel machen und dann bin ich zufälligerweise irgendwo im Internet über die Lignolok Holznägel drüber gefallen. Dann habe ich gesagt, ich möchte das einfach mal testen, habe dann Kontakt aufgenommen per E-Mail und dann ist der Michael gleich gekommen und haben einfach mal so ein Versuchsobjekt gemacht bei uns in der Werkstatt, so einen Meter mal Meter groß, ob das funktioniert. Es waren auch zwei Zimmerleute da und ein paar Freunde von mir, Eltern, Schwager, Geschwister, alles dazu und haben uns das ein wenig angeschaut, ob das funktioniert und dann haben wir nach langem Überlegen entschlossen, dass wir es mit den Lignolok Holznägeln dann machen. Das Vorhaben ist ein ganz normales Einfamilienhaus, wo ein Keller drunter ist. Der Keller ist gemauert und obendrauf kommt jetzt das Erdgeschoss und Obergeschoss in Holzmassivbauweise. Und die Massivbauweise wird mit den Holznägeln komplett zusammengenagelt. Also wir haben in den ganzen Holzwänden keinen einzigen Eisennagel drin oder Alunagel oder sonst irgendwas. Es ist ausschließlich der Holznagel verbaut. Ja, ich bin jetzt seit 13 Jahren gelernter Forstwirt und wollte einfach das Produkt im Haus haben. Es ist ein Naturprodukt. Der Gedanke darüber war einfach das, dass man kein Produkt hinterlässt, wo es irgendwie danach schwer zu entsorgen ist oder wo man ewig teuer dafür zahlen muss, dass es entsorgt werden kann. Wir haben heuer eine Halle verschlungen, haben einen alten Verschlag runtergerissen und das war einfach ganz normal mit Eisennägeln genagelt, früher. Und genau da, wo das genagelt war, ist halt das hinter faulig. Da sieht man genau, wo der Nagel drin ist. Und Metall und Holz vertragt sich halt einfach untereinander nicht gut. Es arbeitet immer gegeneinander anstatt miteinander. Und da wird ein reines Produkt, das eigentlich komplett massiv aus Holz ist. Ich kann es danach meine Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder können mit dem da und lassen, was sie mengen danach. Die können das auf Sonnenfeuer fahren, können es verbrennen oder sonst irgendwas. Und die hinterlassen auch keine Sondermülldeponie nicht. Ja, wir haben in der Halle drin eine Brücke gebaut, im Endeffekt, wo es genau im rechten Winkel ist, dass man die Bretter schön winklig aneinander legen kann. Die Zwischenwände werden zu 5 Lagen verarbeitet, das sind 12 cm Holz dann. Die Tragwände innen drin haben 16 cm, das sind 7 Lagen. Und die Außenwände sind 9 Lagen, die haben ca. 22 cm Wandstärke. Die Bretter werden schichtweise übereinander genagelt. Die erste Schicht ist immer stehend, dann kommt liegend. Dann kommt nochmal stehend, dann kommt eine Diagonale dazwischen im 45-Grad-Winkel. Und dann geht es wieder mit liegend, stehend weiter, bis dann die Wandstärke erreicht ist. Es werden die Fenster und Türen gleich mit ausgeschnitten. Also wenn das Haus steht, kann man sofort Fenster setzen. Also aus momentaner Sicht darf ich sagen, ich darf es nicht mehr, weil ich einfach ziemliche Probleme habe mit dem Rücken und Schultern tun weh, weil ich einfach die Arbeit nicht gewöhnt bin, den ganzen Tag auf dem Boden. Wenn du mich nächste Woche fragst, darf ich sagen, zu 100.000% sofort wieder. Ich bin nach wie vor davon überzeugt und jeder, der es jetzt gesehen hat, es waren einige Freunde da von mir, die einfach nur gekommen sind und einfach gesagt haben, hey, ich möchte jetzt einmal einen Tag mit dir mitarbeiten, weil ich das einfach sehen möchte, wie das funktioniert. Und jeder kann sich jetzt mittlerweile vorstellen, dass es funktioniert und es funktioniert auch.